Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars: The Old Republic Marauder Story. Ja, wir haben den Auftrag bekommen, den Revan-Orden zu unterwandern und gleichzeitig halt hier von unserem Meister. Seinen Rivalen aus dem Bitte Weg zu verwenden Sie räumen. sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ja, gerne Leben doch. Sie wohl. Allerdings werde ich mich zuerst um den Revan-Orden, denke ich, kümmern. Wie lautet der Bestimmungsort? Müssen wieder hoch. Als ich das letzte Mal diese Storyline gezockt habe, vor Jahren, war noch, glaube ich, 2015. Da musste man noch zu Fuß laufen und sich erst die Flugpunkte sichern. Habt ihr euch im Dschungel verirrt? Das tut mir leid für euch. Aber wir können nicht helfen. Wir haben weder Nahrung noch Wasser für euch. Hier gibt es nichts für euch. Und Fremde sind hier nicht willkommen. Geht lieber wieder fort. Ich gehe nicht weg. Ich möchte dem Revan-Orden beitreten. Leider weiß ich nicht, wovon ihr sprecht. Oder... Ihr habt also das Zeichen. Wer immer euch hergeschickt hat, scheint euch sehr zu vertrauen. Willkommen beim Revan-Orden, Anwärter. Willkommen in eurem neuen Leben. Wo sind wir hier? Dies hier ist unsere Zuflucht. Erbaut vom Meister und beschützt von den Getreuen. Hier lassen wir unsere Pflichten dem Imperium gegenüber zurück. Hier führt uns der Meister in die Mysterien von Revan ein, der als Jedi begann und zum Sith wurde. Und dann noch mehr. Warum sollte ein Jedi zu den Sith überlaufen? Und was meint ihr mit dann noch mehr? Als Jedi war Revan ein Krieger, der ganze Armeen schlug. Als Sith war Revan ein Lehrer, der 1000 dunkle Schüler ausbildete. Schließlich wandten sich sowohl Jedi als auch Sith gegen Revan. Aber er wurde nicht vernichtet, sondern wiedergeboren. Was heißt das, wiedergeboren? Was passierte zum Schluss mit Revan? Sie nahmen Revan seinen Einfluss, sein Leben, seine Erinnerung und ließen ihn verfaulen. Und doch erlernte er die Wege der Macht von neuem. Der wiedergeborene Revan zerstörte Jedi und Sith und kam nach Drom und Kaas. Obwohl Revans Leben hier endete, hat der Meister es erhalten, damit wir davon lernen können. Wenn Revan ein Zerstörer war, will ich eure Lehren studieren. Revan hat die helle wie die dunkle Seite gemeistert. Krieg und Frieden. Wir wollen denselben Weg beschreiten. Nehmt teil an unseren Ritualen. Beschreitet Revans Pfad zur Größe. Verdient euch das Recht, uns beizutreten. Was muss ich tun, um dem Meister zu begegnen? Ich muss ihn unbedingt sprechen. Um euch herum sind eure neuen Lehrer. Revaniter, die ihr Leben damit verbringen, die Werke von Darth Revan zu rekonstruieren. Sprecht mit ihnen. Erfüllt die Aufgaben, die man euch zuweist. Dann kehrt zu mir zurück. Und der Meister wird euch die letzten Lektionen erteilen. Okay, dann machen wir das mal. Kommt her. Kommt näher. Ihr gehört zu den Anwärtern, die unserem Orden beitreten wollen. Das ist gut. Aber sagt mir eines. Ihr seid wegen des Revan-Ordens hier. Seid ihr bereit, für uns zu sterben? Wenn der Orden es von mir verlangt. Ihr seid sehr eifrig, aber nicht sehr klug. Denkt gut nach, denn jeder Revaniter muss sich einer Todesprüfung unterziehen. So wie auch Revan durch die Hände der Sith und Jedi starb. Der Tod hat Revan erlöst, ihn von allen Schwüren und Versprechen entbunden und seine Wiedergeburt ermöglicht. Wird er auch euch von der Vergangenheit befreien? So oder so bin ich bereit, es herauszufinden. Vor uns liegt ein Pfad. Unter diesem Pfad liegt eine Höhle. Und die ist Darth Revan gewidmet.
Anwärter fallen auf dem Pfad oder werden von den Schrecken in der Höhle zerrissen. Aber wer das Ende erreicht, wird wiedergeboren, neu erschaffen. Ihr erwartet, dass ich in diese Höhle gehe? Ich erwarte gar nichts. Es ist eure Entscheidung, ob ihr den Weg von Revan gehen oder in euer altes Leben zurückkehren wollt. Der Pfad ist hier. Die Höhle ist eine andere Sache. Ich verstehe schon. Geht! Befreit euch von eurem alten Leben. Engstirnige Entscheidungen, Fehler, geschworene Eide. Ihr werdet von allem reingewaschen. Es wird schrecklich sein. Und herrlich. Wenn ihr es geschafft und das Ende der Höhle erreicht habt, kommt wieder zu mir. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Auf zu dieser komischen Höhle. Eines Tages will ich auch eine Statue von mir. Und tut ja nicht so, als würdet ihr anders denken. Oh, was war denn das? Mehr im Sprung feststecken. Rechts oder links? Da hoch. Na los doch! Geht mir aus der Sonne. Viel zu einfach. Ist das Revan? Ein beeindruckendes, geheimnisvolles Schreindings da. Revan. Oh, sind zurück im Dorf. Cool. Ihr seid zurück. Tropfnass vom Blut aus dem Mutterleib. Ihr seid wiedergeboren. Euer altes Leben, alles, was ihr einmal wart, liegt in dieser Höhle begraben. Was war das für ein seltsamer Ort? Darth Revans Schrein. Jedes Stück von Revans Leben, das wir zusammentragen konnten, ist in dieser Höhle. Es ist das Letzte, was Anwärter sehen, bevor sie sterben. Wie fühlt es sich an? Keine Verpflichtungen mehr? Unbelastet von der Vergangenheit? Wie ist es, wenn die Welt einem neu geschenkt wird? So, als hätte ich noch nie getötet. Ihr habt es gut gemacht. Ich bin stolz, dass ihr euer neues Leben als Revaniter begonnen und die Loyalität zu uns über alles gesetzt habt. Diese Gabe soll euch in eurem neuen Leben leiten.
Sie wird euch daran erinnern, was ihr nun seid. Geht jetzt. Möge die Macht euch Stärke verleihen. Okay. Und Level up. Perfekt. Ah, hier ist die nächste Prüfung. Kommt her. Sprecht mit mir. Wir alle sind Schüler Darth Revans und ich genieße die Gesellschaft von neuen Mitgliedern. Ich erinnere mich an die Zeit, in der ich wie ihr war. Ich erinnere mich an meine Prüfungen und die Freude, mit der ich im Namen des Meisters tötete. Ihr habt so viel Glück. Wie oft will der Meister, dass jemand getötet wird? Der Meister muss nicht wollen. Er vertraut mir diese Last der Verantwortung an. Ich bin Ladra. Einst war ich persönliche Attentäterin eines Sith-Lords. Und nun bin ich die reine Beschützerin des Meisters und seiner Schüler. Ich denke stets an Revans Lehren, wenn ich Eindringlinge und Ketzer hinrichte. Doch ich leite auch neue Mitglieder an und helfe bei der Festlegung ihrer Prüfungen. Eure Weisheit muss groß sein, Ladra. Wollt ihr sie teilen? Natürlich will ich das. So ehre ich den Meister. Jede Initiation bei den Anhängern Revans enthält auch eine Prüfung der Vergangenheit. Ein Ritual, das neue Mitglied an Revan binden soll. Euer Ritual wird etwas ganz Besonderes. Ihr werdet die Maske von Darth Revan suchen. Er trug sie, nachdem er ein Sith geworden war. Sie ist ein mächtiges Symbol seiner Großartigkeit. Lange verloren geglaubt. Ich bin geschickter im Zerstören als in der Schatzsuche. Zerstörung soll es auch geben. Das verspreche ich. Die Maske befindet sich in einer Antiquitätensammlung meines früheren Lehrers, des Sith-Lords Gratan. Sie muss vor diesem Ketzer beschützt werden. Gerettet werden in einem Regen aus Blut und Tod. Ich kann's kaum erwarten, Schmerz zuzufügen. Sprecht mit Torun, unserem Verwalter. Er weist euch in die spirituellen Dinge ein, die ihr wissen müsst. Und sagt euch, wo die Maske ist. Wenn eure Reise beendet ist, bringt die Maske zu mir. Viel Glück. Genießt den Frieden, den es bedeutet, dem Meister zu dienen. Okay. Was haben wir denn hier? Ich hatte keinen Besuch von Anwärtern erwartet. Doch verweilt ruhig. Und sprecht mit mir. Ich bin Torun, treuer Diener des Meisters und Schüler von Revan. Was kann ich für euch tun? Ladra bat mich, mit euch zu sprechen. Ich hätte es wissen müssen. Ich soll euch rituell darauf vorbereiten, Revans Maske zu suchen. Das ist nicht nötig. Ladra gehört den Revanitern an. Sie ist besessen von dieser Maske. Angeblich spricht die Maske mit ihr. Ladra will, dass die Maske alles darstellt, was Revan jemals war. Aber er war nicht einfach nur ein Sith. Bevor er wiedergeboren wurde, war er ein Sith und ein Jedi. Nun bin ich wirklich neugierig. Gut, das hatte ich gehofft. Es ist verführerisch, in materiellen Dingen nach Antworten zu suchen. Ladra will mit der Maske zeigen, dass Revan nur der dunklen Seite angehörte. Ich will nicht, dass diese Maske der Mittelpunkt unseres Ordens wird. Bringt sie mir. Ich werde sie bei einigen gleichgesinnten Gelehrten sicher aufbewahren. Ich weiß nicht, ob ich gerne einen überzeugten Sith gegen mich habe. Sie muss nichts davon wissen. Ich bin sicher, dass Ladra euch eine große Summe für die Maske versprochen hat. Die kann ich nicht überbieten. Aber ich kann euch versprechen, dass eure Initiation gut vorangehen wird. Werdet ihr mir helfen, den wahren Revan zu bewahren? Oder lasst ihr zu, dass Ladra alles mit einer Sith-Reliquie überschattet? Ladra hat Unrecht. Die Wahrheit über Revans Geschichte sollte erhalten werden. Danke. Ihr tut das Richtige. Ich muss euch nicht bitten, vorsichtig zu sein, aber möge die Macht mit euch sein. Möge sie euch stark machen und eure Wiederkehr anleiten.
Okay, das heißt, wir haben jetzt mehrere Missionen dort unten, müssen ja eh dorthin. Aber das auch erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch bis dahin gefallen. Wenn ja, teilt, liked, abonniert und kommentiert. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Silencer Let's Player von nebenan. Tüdelü!